die Suche ist Lebensaufgabe. Die Musik ist für mich bloß ein Beispiel dafür, ist ein Mittel. Es kann genauso gut eine Wanderung sein. Das Kennenlernen von Leuten, das Kennenlernen von Menschen, von verschiedenen Einsichten, ist nichts anderes wie verschiedene Musikstile für mich. Ich bin auf der Suche nach einer Verquickung zwischen Klassik und Jazz, dass es auch den modernen Anstrich hat. Wir suchen zum Teil immer noch. Wir gehen den Weg gemeinsam. Wir haben vieles schon gefunden. Es ist immer wieder neu, es ist immer auch wieder aufregend, wohin es uns treibt. Den ganzen Stücken, die immer wieder neu klingen. Wir spielen die zum Teil oft, aber trotzdem sind sie immer wieder neu. Also wenn wir sie zum ersten Mal spielen, und das macht spannend. Ich bin nämlich so fasziniert eben von dem Bild dieser Bibliothek. Da haben auch Leute alles Mögliche daran gesucht, in den Büchern, in den Bibliotheken. Und heutzutage haben wir eine Zeit, in der ist jede Musik aller Jahrhunderte und aller Kulturkreise irgendwie vorhanden. Das ist das Neue unserer Zeit. Das Schwierige ist vielleicht, dass man sich da wirklich dann drin verlieren kann. Es ist ja auch so, dass in dieser Band immer wieder neue Stücke auch dazukommen. Das heißt, das Repertoire wird sich stets erweitern. Es ist ein Unterwegssein. Als Musiker sowieso ist man immer irgendwie rastlos. Sollte man auch bleiben. Quasi the flame. Das Feuer in dir drin, das muss brennen. Und das ist immer eine Suche, die weitergeht. Weil das ist ja eine Art von Kommunikation. Wir unterhalten uns halt mit Tönen. Und manchmal plappert man. Manchmal sagt man was Schönes, manchmal sagt man was Freundliches. Manchmal sagt man was Gemeines und Aggressives und es tut niemand weh. Das ist auch das Schöne in der Musik. Ich suche eigentlich den Zustand, in dem ich gar keine Frage mehr stellen muss. Ich suche keine Antwort, weil die Antwort kann nie für jeden gleich sein. Aber ich glaube, dass die Künste in erster Linie die Aufgabe haben, auch die Leute bei der Hand zu nehmen, eben auf Reisen mitzunehmen. Damit kann man Sachen emotional verarbeiten. Ich glaube, das sind ganz große Wege und diesen Weg darf die Kunst nicht vergessen. Und es nützt natürlich nichts, wenn immer nur ein Weg dargestellt wird. Und weil das der Weg vielleicht einer Epoche ist oder der Weg einer Mode, dann fehlt man tatsächlich schon auf die Ganzheit der Sache. Ich versuche, möglichst viele verschiedene Impulse reinzubringen. Musik ist grenzenlos. Ich glaube, wenn sie das ist, ist sie richtig für mich. Es ist immer eine große, weite Reise. Insofern wird es stets sehr spannend bleiben in dem Trio. Ich finde es großartig, dass ich solch gute Musiker gefunden habe, die auch solch gute Freunde geworden sind. Das ist nicht selbstverständlich und schön, wenn man so einen Weg gemeinsam gehen kann. Wenn man sich auf der Bühne gut versteht, wenn man sich aber auch neben der Bühne gut versteht, das ist ganz wichtig und das braucht die Musik.